In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Export von Dokumenten aus dem Transkribus Expert Client. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie mit Ihren Bildern und Transkriptionen außerhalb von Transkribus arbeiten möchten. Um die Exportfunktion zu nutzen, klicken Sie auf das Symbol Export Document im Hauptmenü. Nun öffnet sich ein Dialogfeld. Dieses besitzt zwei Registerkarten, Server Export und Client Export. Beim Server Export wird der Export auf dem Server von Transkribus verarbeitet und Sie erhalten einen Link zum Herunterladen Ihrer Daten. Auf diese Weise verlangsamt der Export Ihren Computer nicht und der Vorgang wird auch nicht unterbrochen, wenn Sie Ihren Computer ausschalten. Beim Client-Export hingegen werden die Dateien direkt auf Ihrem Computer gespeichert. Unabhängig davon, welche Art des Exports Sie nutzen möchten, die wählbaren Optionen im unteren Teil des Dialogfelds bleiben immer gleich. Hier können Sie die Formate auswählen, in denen Ihr Dokument ausgegeben werden soll. So stehen Ihnen beispielsweise die Formate Transcriber's Document, PDF oder DocX neben anderen Dateitypen zur Verfügung. Unter Export Options haben Sie die Möglichkeit, zum jeweils gewählten Format verschiedene Optionen an- oder abzuwählen. Die Navigation durch die verschiedenen Formatoptionen gelingt hierbei durch die vorhandenen Reiter. Auf der rechten Seite können Sie noch weitere allgemeine Einstellungen vornehmen. So können Sie beispielsweise entscheiden, welchen Status die exportierte Version hat und welche Seiten Sie exportieren möchten. Wenn Sie den Server-Export nutzen möchten, klicken Sie, wie der Name schon sagt, auf die Registerkarte Server-Export im Dialogfeld Export Document. Geben Sie die gewünschten Optionen ein und klicken Sie auf OK. Über den Jobs-Button können Sie den Fortschritt des Exportprozesses jederzeit überprüfen. Sobald der Export abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail. Über den darin enthaltenen Link können Sie nun Ihre Dateien herunterladen. Die E-Mail können Sie im Anschluss auch anderen weiterleiten, damit auch andere die Dateien selbst herunterladen können. Wenn Sie den Client-Export nutzen möchten, klicken Sie, wie der Name schon sagt, auf die Registerkarte Client-Export im Dialogfeld Export Document. Da der Exportprozess auf Ihrem Computer lokal abläuft, müssen Sie nun den Speicherort angeben, an dem Ihre exportierten Dateien abgelegt werden sollen. Wählen Sie diesen über das Ordnersymbol rechts neben der Zeile Base Folder aus. Geben Sie nun den Namen, den Ihr Dokument oder die zu exportierende Collection auf Ihrem Rechner haben soll, bei File/Foldername ein. Exportieren Sie nun ein Dokument, wird das Dokument so benannt. Exportieren Sie jedoch eine Collection, wird der Ordner den eingegebenen Namen tragen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Export Path den kompletten Dateipfad direkt angezeigt bekommen. Klicken Sie nun auf OK, werden die Dateien direkt an den von Ihnen angegebenen Speicherort exportiert. Jetzt wissen Sie, wie man Dokumente aus Transkribus exportiert. Im nächsten Video widmen wir uns den Themen Metadaten und Tagging.